Okay, sie haben mich gewittert. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Ich finde ein verlassenes Schiff. Ein Klopfen an deiner Kabinentür unterbricht dich beim Lesen. Draußen steht Oswald und blickt dich niedergeschlagen rein. Captain, du sollst an Deck kommen. Da ist ein Schiff am Horizont. Sieht total runtergekommen aus. Oswald führt dich zum Vordeck, wo sich ein paar Seemänner versammelt haben. Ein Engel greift nach dem heiligen Symbol unter der Kleidung. Herr Böse oben, Captain. Wir sollten sie der Fürstin der Klagen übergeben, wenn wir keinen Ärger wollen. Merkt ihr meine Worte? Rumtrottel Regiere kichert. Wir wissen nicht einmal, ob sie tot sind oder was wir auf dem Schiff finden können. Und du willst sie gleich versenken? Ja, das Schiff treibt mit Schlagseite auf den Wellen, seine Segel eingeholt. Auf dem Mast ist eine grüne Flagge gehisst, ein Zeichen dafür, dass dieses Schiff einer Seuche anheimgefallen sein muss. Du kannst keine Bewegung an Deck erkennen. Ich gehe an Bord. Mehrere Seemänner glotzen ungläubig rum, trudeln, Regiere schüttelt grinsend den Kopf. Unser Captain ist mutig, das muss er ihm lassen. Wenn da jemand ist, dem ich helfen kann, dann muss ich es versuchen. Ich will mir ein Bild der Lage machen, bevor ich mich entscheide. So ein bisschen solche hat noch niemanden geschadet. Es könnte da etwas Wertvolles zu holen geben. Nicht lange schnacken an die Arbeit. Ich will mir ein Bild machen. Ei, Captain, sagt Oswald grummelig und breitet dann das Ruderboot vor. Du ruderst hinaus zum Schiff, bindest das Boot fest. Außerdem Ächzen von Holz und dem sanften Fletscher des Meeres kannst du nichts hören. Du kletterst an Bord und das Erste, was ich an Deck begrüße, sind zwei Leichen in einfacher Rüstung. Das bisschen Fleisch, das sie noch hatten, ist bis auf die Knochen zurückgeschrumpft und die Sonne hat die exponierten Teile ihres Schädels völlig ausgebleicht. Ein grausames Schicksal, die Pest kennt keine Gnade. Palyginas goldene Ahnen wandern über die Leichen der Paladine und, betrachtet das, was von ihnen ausdrücken übrig bleibt. Es ist eben abgesehen von zerfetzten Segeln nicht viel mehr auf dem Deck zu entdecken, aber du kannst erkennen, dass der Eingang zum Laderaum verbarrikadiert wurde. Ja. Die Luke aufpusten und eintreten. Nach ein paar Momenten ruhigen Gesangs entfesselt Tikyo eine Welle zerstörerischer Kraft, die Luke in zwei reißt. Eine Wolke aus Fliegen schießt heraus und verdunkelt das Deck einen Moment lang. So beinst du deinen Weg nach unten. Du findest leere Leichen, die im Laderaum herumliegen. Die meisten von ihnen tragen die einfache Kleidung rezeranischer Bauern, aber eine trägt eine Rüstung. Sein Gürtel zieht deine Aufmerksamkeit auf sich und du erleichterst ihn vorsichtig um diesen Gegenstand. Gürtel des Physikers. Heilung erzeugt plus 1 Alchemie. Na, okay. Nachdem du eine Welle gesucht hast, findest du ein versiegeltes Fass Pech, ein paar Eimernägel und eine große Menge Leinen, mit der du deine Segel reparieren kannst. Okay. Reparaturvorräte 26. Die Besatzung sichert das Ruderboot nach deiner Rückkehr, aber sie hat einen Abstand von dir. Manche haben Lumpen um ihre Gesichter gewickelt. Algrim spricht ein Gebet. 3 Moral verloren. Mach die Kanonen vorbereit. Versenkt es auf dem Meeresboden. Als Engring singt ein ondritisches Klagelied, während die Kavaliere die Kanonen vorbereiten. Als ihre Lieder lauter werden, feuert die Defiant eine Salve ab, die das Wrack direkt an der Wasserlinie trifft. Nachdem das Schiff in die Tiefen gesunken ist, kehrt die Besatzung besonnen zu ihren Aufgaben zurück. Sie haben Moral erlangt, Munition verbaut, Mannschaft Erfahrung, Seemannserfahrung. Sehr schön. Da hat mir das 3, minus 3 Moral nicht mal wehgetan. Oh, der Sturm zieht nach oben. Ja, wer ist denn da so? Meisterlicher Kapitän und Kumsporn-Kapitän. Ah, ich kann mich da noch durchquetschen, danke. Obst, das ist okay. Wasser, das ist sehr gut. Und wahrscheinlich wieder Reparaturvorräte. Nein, Ale. Obst, Wasser, Ale. So, Schiffswrack, was hast du zu bieten? Ja, das Wrack durchsuchen, 2 Stunden. Fürs Darrens Hillebarde. Wow. Weiter durchsuchen. 11 Bier und das war's auch schon.
Na super. Die Wolken, bla. Ein Begleiter um Hilfe bitten. Ja, nimm mal, du triffst an deine Begleiter ran. Mal könntest du die Schießer, und helfen, das Auswasserstrom zu erfassen. Du weißt, was zu tun ist, Stinkefeder. Maya steckt den Vogel von ihrem Arm los. Die Schießer breitet die Flügel aus und lässt sich vom Wind in die Höhe tragen, bis er nur noch ein rotblauer Fleck in der Ferne ist. Ihre Augen schützend beobachtet Maya aufmerksam sein Flugverhalten. Captain, da braucht sich etwas Übles zusammen. Würde seine Woche kosten, ihm auszuweichen. Der Mannschaft Aufgaben zu weisen. Ja, Beodol, bind dich fest. Gib alles Gekochte aus. 3 Moral. Matrosen. Ja, bringt die Regenfässer aus dem Frachtraum hoch. Oh, das reicht fürs Erste. Mannschaft Aufgaben, das reicht fürs Erste. Wir sind so gut vorbereitet. Biodo hat Schweißperlen auf der Stirn. Den können wir nicht ausweichen, Captain. Ja, wir fahren mit blankem Mast, Biodo. Alle anderen gehen unter Deck. Wir drehen bei, bildet das Steuer gegen die Segel und geht unter Deck. Alle unter Deck, einmal auf ihre Posten. Erfolg. Mit Hüten und Mänteln gegen den Regen geschützt wird die Mannschaft die Defiant durch den endlosen Niederschlag. 3 Moral verloren. Ja, Gegenstand erhalten, Wasser. Ja. Nein, Mann über Bord, sofort rauswerfen, reinholen. Ja, die Leine und den Bauch gewonnen, springt Girodo, der Rothändige, über die Regen und verschwindet im Wasser. Einige Minuten später taucht Girodo, der Rothändige, wieder auf und hält Beodul am Arm. Beodul spuckt Wasser aus. Ja, Gegenstand verloren sein und Endhaken, Seemannserfahrung, gut. Ja, mehr Wasser. Cheto-Pack rausziehen. Wieder ein Tag. Ja, öffnet die Geschützpforten. 4 Moral verloren. Geht unter Deck. 3 Moral erlangt. Seemannserfahrung. Sehr gut. Gott sei Dank, wir sind draußen. Ich muss dringend wieder Seile und Enterhaken kaufen. Weil die haben jetzt... Oh, wir haben noch 8. Gut. Die hätten sonst stark nachgelassen. Ah, ich wollte diesen Sturm eigentlich vermeiden, aber irgendwie bin ich doch reingefahren, weil man sieht nicht so schlecht, wo der Sturm anfängt und wo er aufhört. Oh, ach ja, aber was wir haben ist, dadurch Wasser bekommen. Und die Leute etwas mehr Seemannserfahrung. Auch wenn wir etwas Moral am Einbußen haben. Also sobald wir wieder bei 90 sind, werde ich das wieder mit dem Frischobst kompensieren. Okay, wir haben den Schleimaal aufgebraucht. Hm, auch gut. Essen ist ja eigentlich kein so großes Problem ranzukommen. Die tote Scholle haben wir entdeckt. Und da wäre die Botenwacht. Gut. Windlose Abfälle. Ich denke mal Abfälle im Sinne von Abfall, nicht von Müll. So, da hier die Botenwacht ist. Ich werde auf der Botenwacht auf jeden Fall mal wieder meine Crew umstrukturieren. Oh.
Ein Mara-Mara-Kram. Das wird die Moral mal wieder heben, hoffe ich mal. Ja. Die bewegte See erstreckt sich bis zum Horizont. Dunkelblaue Wellen haben schaumige weiße Kronen. Captain, schreit Gehode, der Rothändige, das aus der Takelage. Da ist etwas im Wasser auf Backbord. Von der Reling auf der Backbordseite aus siehst du, wie sich ein schwarzer Schatten aus der Tiefe löst. Das Wasser teilt sich um einen Berg dicker befleckter Haut. Mit dem Ton eines Horns, das unter Wasser geblasen wird, schießen zwei kraftvolle Fontänen vom Rücken der Kreatur nach oben. Es identifizieren. Mach das mal, Maya. Maya blickt stirnrunzelnd in das Wasser. Vielleicht ein Grönlandwal oder ein Pottwal. Wal so oder so. Was meint ihr, Männer? Erstmal fährt sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und sagt, das ist ein Pottwal, Captain. Der Westwal zum Jahr ein ganz verdammtes Todesfeuer. Bioto schnaubt, vermutlich eher ein Grönlandwal. Siehst du das vorfällige Atemloch? Dieser Wal hat zwei Blaslöcher, daher die Form. Oswald spottet. Das macht die Jagd aber nicht schwerer. Nicht wenn er taucht und unser Boot versenkt. Bioto rollt mit den Augen. Aldenre weicht schockiert zurück. Du wirst einen von unseres Booten töten und diesen Segen sinnlos verschwenden? Wir lassen die Kreatur im Frieden. Oswald seufzt, als die Mannschaftsmitglieder ihre Arbeit wieder aufnehmen. Du segelst weiter. Die große Bestie schwimmt mehrere Stunden neben dem Schiff her. Ihr Lied scheint die Planken der Defiant zum Schwingen zu bringen. Eine Ingrim summt leise mit, während Oswald der Kreatur Nahrungsstücke zuwirft. Beodor seufzt, sie essen kein Zwieback. Gerodo der Reuter kichert, das Schiff segelt weiter. 10 Moral, Mannschaftserfahrung. Ja, ich pfeife auf das Essen, was mir der Wal bringen würde. Weil Essen ist sowieso nicht so das Problem. Das Problem, was ich immer noch habe, ist Trinken. Weil dank meiner guten Irina, die schon auf einer ordentlichen Stufe ist, gibt es gutes Essen, das nicht so sehr verschwendet wird. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie nur aus Obst und Reis Essen kredenzt. Ja, zweimal Ersatzungsmitglieder streiten. Ein Schritt auf Deck reißt dich aus dem sanften Schaukeln des Schiffs und den sanften blauen Weiden des Horizonts. Die Hälfte der Fische trieb auf dem Rücken, schreit Trumtrottel Regiere. Besser wir schmeißen den ganzen Fang weg, als dass sich die ganze Besatzung den Magen verdirbt. Die sahen doch ziemlich lebendig aus, als wir reingezogen haben, entgegnet Geodo der Rothändige mit wilden Gesten in Richtung des Fischhaufens an Deck. Fische sterben halt, wenn sie aus dem Wasser gezogen werden. Das haben sie so an sich. Ja, was meinst du, Fenrir? Fenrir nähert sich dem Fass rüber am Fisch, schnappt ein und präsentiert ihn wie ein Geschenk. Gerodo, der Rothändige, lacht herzlich. Da haben wir wohl Zustimmung eines Besatzungsmitglieds. Ja, die Fische auf Krankheitssymptome untersuchen. Begutachten wir mal den Fang. Maya, es sind keine Verfärbungen, offenen Wunden oder aufgeblähten Bäuche zu sehen. Die Fische sind allem Anschein nach kerngesund. Ich hab dir doch gesagt, dass es nicht gefährlich ist, bürstet sich Gerodo, der Rothändige. Arme an die Hüfte gestemmt. Wir können uns nicht leisten, das Wissen wegzuwerfen. Verstaucht den Fisch im Laderaum. Jo. Siehst du rum, tolle Regierer? Der Captain weiß, dass wir essen, das noch absolut in Ordnung ist, wegwerfen können. Wahrscheinlich nicht wegwerfen können, oder? Warum tolle Regierer seufzt? Captain, wenn wir die zu uns nehmen, dann werden wir höchstwahrscheinlich Klappe zu Bait geholt, der Rote. Das Wort des Captains ist jetzt gesetzt. Bringen wir die Fische nach unten. Die beiden hieven das Fass hoch und bewegen jetzt zu Luke. Du gehst wieder nach Achtern. 30 Silberflossen und das war's. Das Essen ist gesund, sonst würde Fenrir sich nicht dran versuchen. Bringt sogar Schiffsmannschaftsmoral. Ach, wisst ihr, wenn wir das schon gefangen haben, dann verbrauchen wir es auch gleich. Ah, 7 medizinische Vorräte. Das kann ich immer gebrauchen. Weil ganz ehrlich, wenn mein Wolf schon sagt, dass der Fisch in Ordnung ist und Maya das auch sagt, dann ist der Fisch in Ordnung und wir können ihn essen. Wir hatten ja schon mal den Fall, dass der Fisch, dass Fenrir den Fisch nicht anrühren wollte. Und dass wir selber ihn, glaube ich, ihn für bedenklich hielten. Deswegen haben wir ihn ins Wasser zurückgekippt.